waren bei den Vienna Capitals. Wie war das Spiel aus deiner Sicht? Ich denke, wir haben es im ersten Drittel oder in der Anfangsphase verloren, wo es relativ schnell 3-0 stand. Und die zweite Hälfte des Spiels war recht ausgeglichen. Es gab zwar viele Strafzeiten, aber wie gesagt, entscheidend war, dass wir im ersten Drittel nicht gut gespielt haben. Es war ein sehr hartes Spiel. Was hat dazu geführt aus deiner Sicht? Ich denke, das ist ein typisches Vorbereitungsspiel gewesen. Die Spieler wollen sich beweisen, die Spieler sind heiß und eins folgt dem anderen. Natürlich ist auch ein bisschen Frust dabei und ich denke, wenn man sich das heute Abend nochmal anschaut oder drüber nachdenkt, dann denkt man, es war halb so wild. Dimitri, für euch steht die DEL-Saison unmittelbar bevor. Welche Wertigkeit hat ein Testspiel? Entschuldige, Jan. Welche Wertigkeit hat ein Testspiel für dich? Testspiele sind immer wichtig. Natürlich geht es nicht um Punkte, aber wir wollen uns einspielen, wir wollen uns vorbereiten auf die Saison und dementsprechend nehmen wir die Testspiele auch ernst. Wir wollten auch heute gewinnen, hat leider nicht geklappt. Aber gut, jetzt haben wir noch ein Spiel und dann geht nächste Woche die Saison los.